Kapitel 43 Als Jeremia dem Volk alles ausgerichtet hatte, was Jahwe ihr Gott ihm aufgetragen hatte, und zwar alle seine Worte, da sagten Asaria ben Hoschaja und Johanan ben Kariach und alle überheblichen Männer: Du lügst! Jahwe, unser Gott, spricht nicht durch dich! Er kann nicht gesagt haben, dass wir nicht nach Ägypten auswandern sollen. Baruch ben Neria hat dich gegen uns aufgehetzt. Er will, dass wir den Chaldäern in die Hände fallen, damit sie uns umbringen oder uns nach Babylonien verschleppen. So hörten Johanan ben Kariach, die Offiziere und das ganze Volk nicht auf den Befehl Jahwes, im Land Juda zu bleiben, unter der Führung von Johanan und den anderen Offizieren, machten sich alle auf den Weg. Die Leute aus Juda, die in die Nachbarländer geflohen und dann zurückgekehrt waren, die Männer, Frauen und Kinder, die Königstöchter und alle übrigen Leute, die Nebusaradan, der Befehlshaber der Leibwache, bei Gedalia ben Ahikam, dem Enkel Schafans, zurückgelassen hatte. Auch Jeremia und Baruch nahmen sie mit. Sie zogen nach Ägypten, weil sie nicht auf die Anordnung Jahwes hören wollten. So kamen sie nach Tachpanhes. In Tachpanhes kam das Wort Jahwes zu Jeremia: Nimm einige große Steine und vergrabe sie vor den Augen jüdischer Männer in die Sandbettung der Ziegelterrasse, am Eingang zum Palast des Pharao. Dann sagt zu ihnen: So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels, passt auf! Ich werde meinen Diener Nebukadnezar, den König von Babylon, hierher holen. Über diesen Steinen hier, die ich vergraben habe, werde ich ihn seinen Thron stellen lassen. Und darüber wird er sein Prunkzelt spannen. Ja, er wird in Ägypten einfallen und es besiegen. Wer dann für den Tod bestimmt ist, wird sterben. Wer für die Gefangenschaft bestimmt ist, wird in die Verbannung müssen. Und wer für das Schwert bestimmt ist, verfällt dem Schwert. Ich werde Feuer an die Tempel der ägyptischen Götter legen. Nebukadnezar wird sie niederbrennen und wegschaffen. Wie ein Hirt sein Gewand entlaust, wird er Ägypten von seinen Göttern entlausen. Dann zieht er sich unbehelligt wieder zurück. Auch die Obelisken, die Spitzensäulen von Hierapolis, wird er zertrümmern, wenn er die Häuser der Götter Ägyptens verbrennt.